Der Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen bewirbt sich erneut um den CDU-Parteivorsitz. Das gab der frühere Bundesumweltminister in Berlin bekannt. Wenn ich nun heute und hiermit erneut meine Kandidatur für den Vorsitz der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands erkläre, dann tue ich das aus genau demselben Ansatz heraus. Der tiefen Überzeugung, dass es kein Weiter-so gibt, erst recht kein Zurück, sondern eine inhaltlich definierte Erneuerung. Die christlich-demokratische Idee für unsere Zeit muss erarbeitet werden mit den Mitgliedern und sie muss in den Wettbewerb mit den anderen Parteien gehen. Mit einer ersten Kandidatur war Röttgen im Januar gescheitert. Auf dem damaligen Bundesparteitag belegte er hinter Armin Laschet und Friedrich Merz den dritten Platz. Als weiterer Bewerber für den CDU-Vorsitz hat sich der geschäftsführende Kanzleramtsminister Helge Braun zu erkennen gegeben. Auch Friedrich Merz gilt als möglicher Bewerber, er hält sich bislang aber bedeckt. Im Dezember soll ein Mitgliederentscheid über die Bewerber abgehalten werden.